erfreuliches Elefantenleben im Tierpark Berlin. Die Sensation? Diese umtriebige Jugendgang. Gleich 3 Geburten gab es in 3 Monaten und der Babyboom hält an. Jetzt ist die Afrikanerin Saba hochschwanger. Pfleger Matthias Otto ist nur äußerlich die Ruhe selbst. Sein erster Weg am Morgen führt ihn zu Saba. Na, zum Glück ist noch nichts passiert. Und werden wir mal sehen. Also so sieht es ganz ruhig und normal aus, als ob es eine normale Nacht war. Jetzt will Pfleger Otto erst einmal Blut sehen. Das große Labor. Auch Elefantenblutwerte zeigen, ob alles seine Ordnung hat. Oder ob bald der Kreißsaal ruft. So. So ist fein. Fein, aber ja, schön mal sehen. Feine Saba. Na? Guten Morgen. Feine Saba, ist doch gut. Komm her, ein bisschen Blut abnehmen. Hm? Ein bisschen Blut abnehmen? Komm mal her, bist hier am Platz. Saba ist gut. Komm mal her. Saba ist gut. Saba ist gut. Komm her. So ist fein. Feine Mann. Ist doch gut. Ui. Man muss bloß morgens ist der Kreislauf bei den Elefanten genauso wenig in Schwung wie beim Menschen. Und da ist es schwerer, so ein bisschen Blut anzustauen. So, da drückt man nämlich mit dem Daumen rauf, wartet, bis so ein bisschen was entsteht, ein kleiner Hügel und dann. So, dann sieht man schon, ob es gekommen ist hier. Und jetzt kommt's. So, feine Saba. So ist fein. So. Gut, jetzt habe ich mich doch noch vollgespritzt, das ist sehr schön geworden. So, wir können ja noch mal gucken, ob sie schon eine Milch hat. Komm mal hier. Saba ist gut. Komm mal hier. Saba ist gut. Ist gut. Kommt nicht raus. Und müssen wir unseren Kaffee noch schwarz trinken. Sieht man hier was? Alles im grünen Bereich auf der pränatalen Elefantenstation. Die Blutprobe muss jetzt sofort ins Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Und wie sieht's aus? Alles ruhig noch, alles von unserer ruhig? Seite. Okay. Wenn euch die Werte fallen, dann sind wir wieder aktiv. Ja. Beim Tierarzt und vor allem bei euch. Genau. Dann wird er dann in Alarmbereitschaft sein. Gut, tschüssi. Dann, tschüss. Wie siehst du denn heute aus? Hm? Fast unbemerkt kam Okapi-Baby Baturi im Zoo Berlin auf die Welt. Das magst du noch nicht so nicht, ja. Nicht einmal Reviertierpfleger Thomas Messinger konnte dabei sein. Ein Fall von willkommener Videoüberwachung. Wir wollen ja mal auf die Waage gehen. Komm mal hoch, komm. Hm? Ja, komm, komm hoch. Ja, fein. Feines Mädchen. Guck mal. Nee? Ja, da müssen wir lang. Für Baturi ist noch alles neu. So erfordert der Weg zur Waage Wagemut. Ist aber nicht die richtige Richtung. Du musst hier rumgehen. Ja, geh mal. Na, das klappt ja schon prima. Hm? So, dann geh mal darauf. Ja, geh mal. Traust dich doch. Kennst du doch schon, nicht? Mal erst mal ein Bein. Hm? Ja, Süße. Müssen wir alles lernen. Schön da oben drauf. Ja? Jawohl. Schön vorsichtig. Na, guck mal, geht doch gut. Reichlich. 10 Kilo zugenommen. 10 Kilo. Die ersten Male da
war sie dann auf der Waage wie angewurzelt, hat sich nicht mehr weggetraut. Ich auch jetzt mittlerweile. Guckt sie schon mal, bewegt sich schon und die wird jetzt auch bestimmt gleich runterspringen. Mhm, muss alles genau abgeschnüffelt werden. So, dann gießt der Mama freiwillig, ja? Mhm. Jawohl, schön. Batoris Vater Henry sieht großen Veränderungen entgegen. In Wuppertal erwarten schon zwei Mädchen auf dich. Jo, da wirst du bald hingehen. Mhm. Okapis, die Kurzhalsgiraffen aus Zentralafrika, sind da. Um sie zu vermehren, müssen die männlichen Tiere auf Tournee gehen. Henry, guck doch mal, was hier draußen jetzt steht. Hm? Komm, wir mal gucken, komm. Geh nur mal schön gucken. Ja, fein. Das ist deine Kiste. Da ist Henry sich nicht so sicher. Ja, irgendwie möchte er nicht. Henry, du musst dir die Kiste schon angucken. Du musst du mal rein. Das ist scheinbar nicht interessant. Ich sage immer, Okapis sind Wesen. Die sind sowas von lieb, man kann ihnen einfach nicht böse sein. Nicht, wenn sie irgendwas anstellen. Ja, man hat sie einfach lieb gewonnen und sind irgendwie nicht wie andere Tiere. Wir müssen jetzt halt erstmal üben, dass er freiwillig in die Kiste reingeht, die für ihn völlig neu ist. Nicht, er selber wurde nicht in so einer Kiste gebracht. Nicht, er war praktisch auf dem Pferdeanhänger drauf und ist da rückwärts runtergelaufen. Ja, und das ist also alles Neuland für ihn. Und das müssen wir jetzt Tage, vielleicht auch Wochen üben. Und dann werden wir sehen, irgendwann wird er da auch reingehen. Wieder mal gucken. Ja, reingehen ist da noch nicht. Ja, das müssen wir üben, nicht? Jeden Tag ein bisschen, nicht? Ja, fein. Tierpark Berlin, Vogelrevier. Pfleger Ronald Richter wird schon am Schritt erkannt. Ha. Er bringt eine zünftige Fischmahlzeit. Hi, Kinder. Gibt es was zu essen? Oh, und du natürlich als Erster, Rosa. Guckt mal. Das sind zum Beispiel, das sind Brillenpelikane. Die schwarz-weißen. Hier, mein Süßer. Fein essen, ja. Nicht so. Hier. Mal ein. Komm, mein Großer. Hier. Hier. Ey, ihr könnt euch das selber nehmen aus dem Eimer. Macht doch mal bitte. Hier, vergesst es. Hier. Hier. Und her. Bestie. Das ist meine Hand. Entschuldige bitte, aber die gehört mir. So. Und dann fallen lassen. So, du bekommst jetzt den ganz großen, wenn ihr steckt. So. Ich hätte mir mal Gummihandschuhe anziehen sollen. Nee. Das tut natürlich weh. Einige Wunden wurden mir schon zugefügt. So, ne? Nee, ja. Jetzt werden wir mal. Schuss mal. Ja. Ja. Du kannst jetzt nicht mitkommen. Wir gehen jetzt. Obacht beim nächsten Zimmerservice. Ronald Richter ist der Einzige, den die Golia-Dreier hereinlassen. Sie haben Nachwuchs im Nest. Morgen, Mäuse. Ne? Ja, ist gut. Dann lassen das mal schön, ja? Das Kind ist unten in deinem Nest. Neben dem Ei sitzt es. Weil die Eltern das Küken nicht annehmen, müssen die Großeltern ran.
der Nachbarbox lebt die Reiherrabenmutter. Sie hat ganz andere Probleme. Da ist sie. Das ist die Tochter. Die brütet jetzt. Also sie ist jetzt das dritte Gelege, jetzt haben sie sich überlegt und sie, also wie gesagt, sie muss tagsüber hauptsächlich sitzen, weil der Mann einfach mal keinen Bock drauf hat. Und der Mann ist nicht ohne, weil der hat auch schon Tierpfleger gebissen. Also gehackt, ehrlich gesagt. Und das ist, hat immer schlimme Folgen, weil die Schnäbel immer so voller Schmutz sind. Und ganz einfach mal eine Blutvergiftung, also sofort eine Blutvergiftung bekommt. Egal, wie groß die Wunde auch ist. Und wenn die zuhauen, dann sind das meistens tiefe Wunden, wenn sie einen erwischen. Da lebt es sich im Elefantenhaus im Zoo Berlin doch weniger gefährlich. Claudia Brumund, Auszubildende im dritten Lehrjahr, fühlt sich in angenehmer Gesellschaft. Naja, also Tiere sind irgendwie was Besonderes. Tiere lügen einen nicht an. Wenn ich zur Arbeit gehe und der Kollege begrüßt mich ganz nett und hinter meinem Rücken redet er schlecht über mich, ist es nicht so schön, aber die Tiere, die zeigen mir, wenn sie mich nicht mögen oder wenn sie mich mögen. Sogar wenn es um heikle Dinge wie Fußpflege geht. Bei den hinteren Füßen kann man ganz gut mit diesem Hobel, das ist ein ganz einfacher Hobel aus dem Bauhaus. Aber hinten? Wir machen nur hinten. Ein Fuß reicht, weil wenn du vier Füße gemacht hast, kannst du Urlaub machen danach, dann bist du kaputt. Du wirst gleich sehen, du darfst halt den Füßen machen. Die hat eigentlich, das ist so der Probefuß für die Lehrlinge, die hat einen relativ guten Fuß. Und mit dem Messer wirst du nicht schneiden, das ist zu scharf. Jo, die steh still. Und wenn du da abrutscht und zu tief reingehst und es blutet, ist das nicht gut. Wir werden nicht. Ich krieg ein stumpfes Messer. Nee, du kriegst den Hobel dann. Ich mach das mal hier vor. Ein bisschen nach runter. Du bist wie so ein Käsehobel. Kannst du mitnehmen und jemanden auf die Stulle legen, merkt er erst beim Kauen. Ja. Also hier brauchst du ja nicht mehr so viel. Hier am Rand ein bisschen drüber gehen. Und hier im unteren Bereich darfst du auch mal machen. Viel Spaß. Nee, du wirst dir wehtun, wenn du abrutscht. Also vorsichtig sein. Elefantenpediküre erfordert Kraft und Fingerspitzengefühl. Und mit dir sah alles so leicht aus. Ja, bitte, wenn es warm wird. So, jetzt einfach so von oben gerade rüber und dann die Kanten ein bisschen brechen und dann eben auch auf dieser Seite. Und ja, komm. Ja, dann musst du dich so rumstellen. Den Kopf zum Elefanten holen. Mein Gott, den Fuß richtig hoch. Gut, die macht das richtig. So kopfüber zu arbeiten ist gar nicht so einfach. Jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt habe ich Elefantennägel geschnitten. Meine sind auch wieder dran. Alle rein. Den Langohrziegen im Tierpark Berlin zeigt Azubi Sven Schneiderreit, wo es lang geht. Er ist bei den Huftieren gelandet. Klingt nicht spektakulär, macht aber Spaß. Ja, weil ich gerne draußen arbeite, mit den Tieren auch gerne zusammenarbeite und auch viel über Tiere wissen möchte und lernen möchte. Das ist der Beruf ja das Perfekte. Verbindung zwischen Tiere und Umwelt sozusagen, und Natur. Sven hat hier schon alleine das Sagen. Reviertierpfleger René Walter weiß, dass er sich auf seinen Azubi verlassen kann. Ja. Ja,
wundern, wenn wir uns mal nicht weiter stören. Erstmal Mischfutter fertig für die Kerabaus. Besteht aus verschiedenen Getreidesorten und verschiedenen Fertigpellets. Das ist für die Grundnahrung. Das Erhaltungsfutter für die Kerabaus. Hier ist jetzt der eine Bulle drin. Und der andere steht am anderen Ende, damit sie das nicht sehen. Sonst zerlegen die uns die ganze Hütte. Könnte glatt sein. Ihn hält man doch besser bei Laune. Im Zoo Berlin gibt Brigitte Olschewski ihrem Affen Zucker. Keine unerlaubte Fütterung. Seit Jahren ist sie jeden Tag hier und zeichnet. Bevorzugtes Motiv heute? Mutter mit Kind. Mücke mit Baby. Auch Gorilla Ivo ist schon ein erfahrenes Modell. Der Ivo kennt mich schon, wenn ich komme, habe ich das Gefühl, er guckt und ist ruhiger. Aber meistens nur, wenn ich ganz und gar ruhig male und kein anderer Mensch da ist. Er hat sich einmal das Bild angeschaut von mir, eine Viertelstunde, und war zufrieden. Was sagen Sie dazu? Sobald Frau Olschewski zeichnet, zeigt Ivo, was er so drauf hat. Zeig doch mal dein Gesicht drüber, ja? Er weiß das. Er weiß, dass ich male. Ja? Nee? Ich bin ja, wenn ich ihn schon viermal gemalt hatte, kennt er mich langsam. Und es wird, bei mir wird er auch ein bisschen ruhiger. Da flitzt er nicht. Also das Malen scheint auch ihn nicht nur Menschen zu beruhigen, sondern auch Tiere. Wie ich hier stand, da habe ich mit ihm geredet. Ja? Da hat er mir direkt ins Auge geguckt. Da konnte ich dann hier genau dieses Weiße von ihm, habe ich da reingekriegt. Der guckt mich an. Das habe ich zu Hause, das Bild habe ich zu Hause. Und wenn ich ins Zimmer reinkomme, dann kriegt er mich an. Ja? Was machst du denn für ein Gesicht? Wenn er frisst, sieht er ja nichts. Kinder, da gibt man sich Mühe mit dem Kerl. Und dann guckt er sich noch nicht mal einmal an. Tja, Kunst ist eben doch nicht alles. Irgendwann musst du da mal rein, mein Schöner. Henry hat immer noch keine Beziehung zu seiner Kiste Richtung Wuppertal. Jetzt sind andere Tricks gefragt. Gucken, was er dazu sagt. Das wird ihm bestimmt gefallen. Und vielleicht klappt das ja. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich habe den Henry so in die Kiste bekommen. So. Na? Riecht das richtig laut? Ja, das sieht doch schon gut aus. Du stemmst dich aber dagegen, du. Wieder mal. Oh, ups. Na? Gibt's ja gar nicht. Hier, nimm mal die Beinchen. Komm. Jawohl. Schön. So, nun ist er auf der anderen Seite wieder draußen. Ach, wenigstens ist er schon mal durchgegangen. Wellness-Programm im Tierpark Berlin. Saba soll sich daran gewöhnen, in Gesellschaft zu planschen. Die halbwüchsige Matibi ist das Double für den Nachwuchs. Saba lebt. Richtig. Rangablift. Ab vor
Moritz. Grüß. Endes. Rinne mit Brühe. Moritz. Richtig vorwärts. Na los. Eigentlich ist ja Bahn zum normalen Programm, aber natürlich ist für Saba im Speziellen mit Bahn jetzt erleichternd. Also sie spürt das Gewicht nicht und das ist für Saba insofern denn schwangere Gymnastik, ja. Gerade weil bei Saba das ja auch immer mit dazu kommt, dass bei ihr das Wasser so doll zusammenläuft und sie dadurch unten diesen Ballon da zu hängen hat, ist das immer ganz besonders schwierig zu laufen und so weiter und auch hier die Treppen runterzukommen. Aber wenn sie denn im Wasser ist, ist es eben angenehm für sie. Das Badewasser ist schön warm, aber von oben gibt's die kalte Dusche. Das bringt den Kreislauf auf Touren und veranlasst die beiden, sich im warmen Wasser hinzulegen. Saba kommt auf den Geschmack. Vielleicht badet sie ja bald mit ihrem eigenen Kind. Moin. Thomas Dörflein ist Herr über die Bären im Zoo Berlin. Na, ihr Mäuse? Feine Maus. Und schöne Lippen hast du, ne? Ja. Es sieht aus wie Spielerei, ist aber Ritual. Jeden Morgen beim Bärendienst antritt. Der Jürgen. Hallo Jürgen. Na, ein Bär. Ja. Knutschmaus. Ich finde das wichtig, dass man die Tierchen kennt, die man pflegt. Ja. Naja, und die genießen das auch. Die wollen auch angefasst werden, die Bären. Ja, weiß ich nicht, ob das für die wichtig ist. Für mich ist wichtig, die anzufassen. Naja, dass ich Kontakt zu denen habe. Weil das macht so einen Spaß. Und das sind nette Mäuse. Ne? Ja. Doch auch nette Mäuse und Kuschelbären machen Dreck. Jeden Tag muss alles geputzt werden. Für 30 Tiere. Und danach geht's gleich in die Futterküche. Ihre morgendliche Suppe. Also Bananen würden sie nicht so fressen, die Bären. Bären mögen keine Bananen. Die muss man zerquetschen. Mit Rosinen, mit Reismehl. Jetzt kommt erstmal Milchpulver, Kalk, Kleie. Gesund, ausgewogen und ballaststoffreich, das Müsli für den Bärenhunger. Aber das Wichtigste fehlt noch. Die Besucher, die versorgen einen hier mit Honig. Und außerdem sollen sie die Suppe ja auch essen. Wo seid ihr denn? Längst. Bei Thomas Dörflein kommt nur das Beste auf den Tisch. Beziehungsweise aufs Blech. Hey, was ist denn hier los? Willst du auch Suppe? Du isst ja sonst keine Suppe. Na. Der kriegt ein paar Würmer jetzt. Hol mal ein paar Würmer für den. Und so kann Nahrungsaufnahme auch gehen. Ja, halt fest, ja. So, hier kann man sehen, wieder die Einsaug. Der hält auch so schön fest, wa? Ja, das ist ein
nichts Neues hier, ne? Also wenn man den ein bisschen kennt, weiß man, dass der das macht, weil die Lippenbeeren, die fressen eigentlich nur so. Also die machen irgendwas kaputt, einen Apfel oder so, und dann wird da auch viel saugt, die Staubsauger. Ja, lass nichts verkommen. Lecker, lecker. Ja, nicht blasen. Und der hat gemerkt, dass hier Staub drin ist. Das hat er weggepustet jetzt. Ist doch nicht doof, oder? So. Jetzt müssen wir aber den Schlauch drehen. Bei dem will er dann immer zum Schluss aufreißen, den Schlauch. Aber nicht mit mir. Im Tierpark Berlin wird gleich langurzigen Bock Toledo bei den Hörnern gepackt. Seine Klauen müssen geschnitten werden. Sven Schneidereit weiß schon, der Bock hat darauf gar keinen Bock. Guck mal her, Toledo. Toledo, guck mal her. Komm mal mit. Du bist ein Jude. Also mit Alex, genau. You know. Okay, halt, Vorsicht. So. Was denn? Gut. Der ist gut, Toledo. Fängst hinten an, oder? So, guckst mir zu und dann machst du das selber. Also kratzt erst den Dreck raus. Mhm. Kurze Einweisung in Clownpflege. Und dann schnitzt du die Ränder ab. Dreh mal das Messer so, dann kommst du besser ran. Ja, so? So. Problem erfasst. Dass Sven Linkshänder ist, kann ja niemand ahnen. Sven schon. Verwachsen schon. Na, mal sehen. Mit links ist doof. Ja, aber Scheren schneiden auch nicht mit links. Das ist meine Ausrede. Nächstes Mal üben wir, wenn sie draußen sind. Die Hufe auf jeden Fall weicher. Nicht zappeln, Toledo, umso länger dauert's. Ja. Komm. Ist gut. Alter, zappel für dich. Komm mal hier. So. Das sieht doch schon gut aus. Alles nicht so einfach mit links. Das war doch genug für den ganzen Tag. Christian Heller vom Aquarium im Zoo Berlin bei den Kollegen in Leipzig. Ihn erwartet Peter Faltermeier, Experte für ausgefallene Tiertransporte. So, dann gehen wir mal zu unserer Niki. Transportiert werden soll ein Sandtigerhai. Wenn er sich einrollt und am Boden liegt, dann... Dann gehen Sie rein. Oder? Muss ich rein. Ja. So, jetzt sollen wir ihn einengen im Schwimmraum oder probieren wir es so? Wir haben, ich habe ein Schubnetz dabei, 1,10 Meter breit. Ist das breit? Eins da. Ach so. Meine, wie tief ist das Becken? 1,80 tief? Nein, nein. Eher 50. 1,80 ist tief. Der Tier, wie war's, Tier? Nach hinten? Ja, nach hinten. 1,80. Ja gut, dann ist es kein Problem. Da habe ich ein Schubnetz, da kann man drüber ziehen. Normalerweise haben wir da auch schon Blauhaie mit in der Gewichtsklasse. Bloß ein Blauhaie ist halt, wenn er aus dem Wasser draußen ist, dann... Macht er ja nicht mehr viel, aber bei dir weiß ich, denke ich mal, die also, Wasser mal ganz schön was machen. Ein Fischauto der besonderen Art hält im Leipziger Zoo. In der Kiste ist Niki schon von Singapur nach Den Haag gereist, als Baby. Und von euch nach Leipzig. Und von uns nach Leipzig. Dort oben liegt der Stecker. Die Pumper. Ja, ja. Und wenn ich rufe. Jetzt. Warte, Marsch. Warte los. Kann man Nitrat gemessen? Mit Tritt hat er keins, hat er auch keins gefunden. Nitrat. 150, kommt es an. Ja, das
entspricht so ähnlich dem, was wir auch haben. Da müssen Sie sich ja nicht umstellen. Da müssen Sie sich nicht umstellen, da ist ja gut. Und schon geht's in die Höhle des Löwen. Besser gesagt, des Hais. Dirk, ich fahre das so nah, wie es geht hin. Also, da dürfte ich mit dem Film ein letzter Wassertest. Wenn Wasser schlecht ist, dann nichts Transport. Mit großer Sicherheit werden die reingehen und den einwickeln. Die brauchen wir vielleicht noch zu sorgen. Und da müssen wir sehen, dass sie erstmal freiwillig in den Raum reinschwimmen, dass wir zumachen können. Ohne einen anderen Hai drin zu haben, vor allen Dingen. Thomas, gehst du rüber? Wir nehmen Klappen. Die Sprungschütze weg. Ziehen wir das Netz rüber. Ja. Dann reinziehen. Okay. Eng erstmal ein. Und das dann klar. Machen wir das andere. Ja? Sie weiß es. Ich merke natürlich, dass hier irgendwas los ist, dass hier Licht ist, dass hier irgendwas anders ist und da sieht sie sich zurück. Das ist schon klar. Haben wir noch eine Schwarzspitze nicht heiß? Siehst du einen? Nein. Runter. So. Schrägstellen. Schrägstellen, oder? Runter. Langsam wird es wirklich eng für Niki. Nimm sie im Kescher. Nimm es keine Schwarzspitzen. Lass sie noch raus. Ist sie im Kescher? Ja, das ist ein Kescher. Ja, die Schwarzspitzen sind noch drin. Also früher war die ganz lieb, die hat sich die Zähne putzen lassen. War mal so. Sie ist jetzt schon nervös. So leicht lässt sich Niki nicht überlisten. Keine Lust auf Berlin? Hat Hunger. Hören Sie? Das ist. Erst 7 Tage alt ist dieser Brillenpelikan in seiner Wärmestube im Tierpark Berlin. Er hat einen besonderen Speiseplan. Ronald Richter bei einer ganz individuellen Kreation. Die Fische werden geimpft mit Enzymen, damit der Pelikan, weil er ja eigentlich von den Eltern das Futter vorgewirkt bekommt, werden sie mit Enzymen geimpft und somit sind sie schon etwas anverdaut und leichter verdaulich für den Jungen. Enzyme an Fisch, das macht neugierig und gleich noch hungriger. Na, Mäuschen, haben wir Hunger? Oh, hast du um dich rumgeschissen. Mein Gott, ne? Wie kann man bloß so viel Dreck machen? Erstmal wiegen, ne? Und dann werden wir dich sauber machen. Ja, und zu essen bekommst du dann auch. Wow, 309 Gramm. Gestern hast du noch 232 gewogen. Na, das geht aber rasant. Ach, bleib mal noch drin. Ich muss erstmal deine Windeln wechseln. Hast so ein bisschen Kacke am Kopf und am Schnabel. Naja, geht aber noch. Wo habe ich jetzt die Windeln? Hier unter. Beziehungsweise die Anti-Rutschmatten, die eigentlich fürs Auto gedacht sind, bekommst du damit recht. Deine Beinstellung richtig ist, ne? So. Guck so. Schon Hunger, ja? Warte mal, ich mach dich aber noch. Ach nee, können wir erstmal das Essen warm machen und dann werden wir erstmal den Fisch klein machen. So als wär's bei den Eltern aus dem Schnabel gekommen. Fein. Bettel mal ruhig ein bisschen. Macht hungrig. Ja, ich beeile mich schon. So, jetzt geht's los. Ach Mensch, ich hab naja nicht. Heute ist absolute Fischpremiere. Guck mal. Lecker. Doch nicht? Was ist das? Fisch.
Das ist Fisch. Genau. Da wirst du dich später nur von ernähren. Genau. So. Komm. Fein. Oh, verschluckt hat sich. Lass mal erstmal rutschen. Wir haben Zeit. Und? Na? Guckst aber so. Passt noch einer rein, ja? Ach, mir ist schwer. Ne? So viel Essen. Ja, wir haben noch einer ist noch. Einer ist noch. Genau. Alles abgegessen. Ist aber schön. Frisst schon jetzt wie eine siebenköpfige Raupe. Ja, die Kacke muss auch ein bisschen weg. Wer in Kacke spielt, muss auch ein bisschen was ertragen hier. So. So, und jetzt werden wir mal noch schnell ein paar Eier wenden. Also wir drehen die Eier. Eigentlich die Brutapparate sind ja vollautomatisch. Da geht 8-mal am Tag die Fahrt entweder nach links, nach rechts oder dann 2 Stunden oder 3 Stunden später wieder zurück nach links. Aber wir haben uns das angewöhnt, bei seltenen, also bei kostbaren Sachen, einmal täglich über den Pol zu drehen. Und zwar über den Pol ist einfach das Ei einmal so quer zu lagern. Das sind nochmal Brillenpelikaneier vom zweiten Gelege. Das ist ein Truthahngeierei. Hier haben wir ein Rotrückenpelikanei und ein Sperbergeierei. Aber zumindest erwartet uns hier noch einiges an Arbeit. Im Zoo Berlin ist auch Platz für eine eher ungewöhnliche Freundschaft. Ja, das ist so eine ganz bizarre Liebe. Die Bärin, die denkt, die Katze ist ihr Jungtier. Und die Katze denkt umgekehrt, dass das ihre Mutter ist. Die waren aber nicht immer so befreundet. Zu Anfang mochten die sich ja nicht. Da war es eher so, dass die Katze die Bärin immer daran gehindert hat, aus ihrer Höhle rauszukommen. Hat immer nach ihr geschlagen. Aber irgendwann hat die Katze bemerkt, dass die Bären ihr nicht tut. Und dann sind die immer näher zusammengewachsen. Wo ist denn jetzt die Muschikatze? Ja, Muschi, komm! Komm her! Jetzt sind die unzertrennlich. Die schlafen zusammen, fressen zusammen, machen alles gemeinsam. Na, schmeckt dir das fein? Na, fein, ja. Oh, mein Finger. So ein alter Bär, der ist einem schon ans Herz gewachsen. Die war ja schon erwachsen, als ich hier anfing im Zoo, vor 24 Jahren. Die Kragenbärin ist wie ein Hofhund, der ist unser Hofhund. Ei, Bäuerchen gemacht. Ja. Die passt hier auf, dass keine ungebetenen Gäste kommen. Vor ein paar Wochen musste sie betäubt werden. Da haben wir dann die Krallen gemacht, weil das hat sie sich nicht mehr gefallen lassen. Wir haben es ja immer so gemacht, dass wir ihr Honig gegeben haben. Immer ein Glas Honig pro Kralle. Aber jetzt hat sie sich nicht mehr machen lassen. Und da sie so wenig läuft, werden die Krallen immer länger. Jetzt sind aber wieder alle in Ordnung. Dann haben jetzt wieder Reihen, nicht? Jetzt wollen sie wieder zusammen schlafen. Dann mal die Tür aufmachen. Die Bären heißt übrigens Mäuschen.
wenn die Siesta ruft, rücken Katze und Mäuschen ein. Sogar farblich herrscht zwischen beiden schönste Übereinstimmung. In Leipzig geht gerade Sandtiger Hai Niki ins Netz. So, du stehst auf dem Netz vorne. Ich bin ja doch zu früh als erwartet. Unten drunter und den Schein? Nee, halt du, Thomas. Ja. Achtung. Ja. Auslassen, du schmeißt unten drüber. Unten drüber, gib's mir. Das so, und jetzt. Drehen. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin da euch. Ja, ja, komm, danke. Okay. Gut. Okay. Heiko. Alles klar, haben wir es. Drei. Die Bolz von der Raps. Achtung! Hast du sie noch? Vergiss es! Vergiss es! Jetzt! Jetzt! Wer soll nicht mitnehmen? Ist unten. Geschafft. Glücklicherweise ohne jeden bissigen Kommentar von Niki. Kopf ist drin? Jo, schlafen wir mal. Ist okay. Von der Höhe auf. Von der Höhe, ja. Okay. Zieh mal die Bolle zurück. Geh du voran. Alles okay? Ja, ja. Alles okay. Nächster Schritt. Hinten runter. Ja. Okay. Oh, okay, jetzt Spaß. Oh, Baby, auch rein mit dir. Mit Plan? Nee, ohne Plan. Ja. Rein und Schuss. Gut. Wir können da, glaube ich, noch mal Wasser wechseln. Ui, naja. Du hängst an mehrere Zähne. Ja, aber die hat aber Haufen. Hase, mach deinen Mund auf. Lass dich nicht schnappen machen. Ja. Nicht schön. Nee, den Kopf anhauen. Nicht den Kopf. So, jetzt. So. Oh nein, wir lassen uns atmen. Volles Team, wird ausgeliehen. Ja, ja, ich bin schon hinten in der Transportbox. Jetzt hat er sich noch mal ein bisschen übergeben. Kam doch noch ein bisschen was raus, aber jetzt machen wir noch einen ordentlichen Wasserwechsel. Wasser ist ja genug in dem Ringbecken da. Und was ich allerdings, oder was wir ganz klasse fänden, wenn wir diese Waage haben, die wir auch dazu benutzen, um die Elefantenbabys da zu messen oder zu wiegen. Lasst laufen. Ja, das wird, der Wasserwechsel war unbedingt notwendig. Durch die ganze Aufregung hat sie einiges rausgebracht, was er vor ein paar Tagen gefressen hatte. Und wir müssen jetzt sehen, dass das Wasser wieder eine bessere Qualität bekommt. Und seid bitte vorsichtig, wenn er irgendwie hantiert. Die kommt manchmal ganz langsam angeschwommen. Wir dann schwimmt die vorbei, lässt und dann fällt sie rum. Dann ist sie gleich wieder da. Alles klar. Perfekt. Klappe zu und schon geht's ins Aquarium in den Zoo Berlin. Henry. Komm noch mal in die Kiste. Hm? Ach so, wie es weitergeht mit Henrys Beziehungskiste, erfahren Sie in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und